Liebe Spießer dort draußen, na, wie geht's euch? Heute wieder was Spießiges gemacht? Nein, sagen jetzt alle, ich bin doch kein Spießer, ich bin doch normal. Jeder ist spießig, jeder mag spießige Dinge. Dann müsst ihr nur das Buch von Harry Luck jetzt mal lesen, über die spießigen Sachen, großartig. Ich habe mich da wiedergefunden, ich wusste, ich bin ein Spießer, klar. Bier trinken, ah, wie spießig ist das denn? Nein, lecker. Wandern gilt ja auch immer noch bei vielen als spießig. Ich finde es großartig, aber ich sage euch, was spießig ist. So ein Wanderstock, der ist spießig. Dann gilt als spießig Kartenspielen. Doppelkopf, ich liebe es. Lange Abende mit Gesellschaft spielen, Alhambra und Co. Wunderbar. Ich mag es natürlich auch sportlicher. Minigolf spielen. Wunderbar, der größte Thrill, den man sich vorstellen kann. Vorm Labyrinth, mache ich ein Ass oder nicht? Kurze Arme im Sommer gilt als spießig, aber ich meine, es muss doch Luft an den Körper ran, ist doch klar. Genauso wie kurze Hosen. Hört auf, liebe Feuilletonisten, über kurze Hosen und Männerbeine zu schimpfen. Es gehört zum Klimawandel dazu. So. Schlager hören, Udo Jürgens, Alexandra, meine Schlagergöttin. Mag spießig sein, mir macht Spaß. Früher Blockflöte gespielt. Sopran, dann Tenor und, hat es mir geschadet, nein. Außerdem bin ich auch Warmduscher und Sitzpinkler. Ich stehe dazu, mache das aber jetzt nicht vor. Was gar nicht geht, ist natürlich Jeanshemden tragen, im Flugzeug bei der Landung klatschen und Konzerte von Chris de Burgh. Wie spießig ist das denn? Nein, Harry Luck hat wirklich ein Meisterwerk geschrieben über die größten Errungenschaften der Menschheit und man kann es nicht schöner formulieren als ich hier in meinem Vorwort zu dem Buch. Oh, wie ein Schmetterlingssammler jagt Luck den alltäglichen Dingen unseres Lebens hinterher, um sie dann treffsicher wie unter einem Mikroskop aufzuspießen. Super. Ein Buch, das ich in einem Rutsch gelesen habe und liebe Spießer, ihr solltet das auch tun. Das ist kein Wunsch, das ist ein Befehl. Tschüss, euer Manuel Andrack, der Oberspießer.